So, willkommen zurück und guten Morgen zur Frühstücksbörse. Jetzt sollte es auch mit dem Ton wiederum passen hier und wir können entsprechend loslegen. 22. Dezember, 22.12.21 und das heißt, die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Frisch gebackene Plätzchen, Stollen, Weihnachtsbaum und entsprechend auch hier die ein oder anderen vielleicht noch frischen Pips in den Märkten. So ein oder andere Marktbewegung hier, Marktmöglichkeit frohlockt ja gerade noch. Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien war ein Stückchen weit positiv. Heißt also, wir sehen hier eine leichte positive Tendenz insgesamt in den Märkten. Was haben wir gemacht? Wir haben noch eine kleine Position hier eröffnet im Euro gegenüber der norwegischen Krone. Die Marktbewegung hier hätte man praktisch auch schon gestern eigentlich reingehen können. Hier in den Markt sieht weiterhin gut aus. Unterstützungszone hier durchbrochen. Wir sind an einer gewissen Unterstützungszone gerade ein Stückchen weit festklebend. Der Markt allerdings könnte eine positive Rückendeckung natürlich hier erhalten. Vor allem natürlich im Rückblick auf die letzten Nachrichten hier der norwegischen Notenbank könnte natürlich hier die Noki-Krone sich gut bewegen. Kleine Position, nicht unglaublich groß hier, aber wir warten mal ab, wie sich hier die Marktbewegungen zeigen. Insgesamt könnte, wie gesagt, hier der weitere Abwärtsdruck zunehmen, aber in dem Zusammenhang hier klar abwarten. Kann natürlich immer wieder passieren, dass der Markt auch sich nach oben zurückbewegt, wenn wir diese Unterstützungszone hier im unteren Bereich erst einmal erneut antesten. Allerdings auf Wochenebene, auch hier sieht diese Bewegung positiv aus. Wir sehen also weiterhin Abwärtspotenzial auf der Short-Seite und dieses Abwärtspotenzial zeigt natürlich und deutet natürlich weiterhin auch die Möglichkeit an, dass hier, wie gesagt, die Marktbewegungen vielleicht weiterhin zunehmen. Plus weiter auch diese Widerstandszone könnte man natürlich hier in Betracht ziehen, die eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Weiter also Abwärtspotenzial auf der Short-Seite hier zu sehen. Man könnte hin weiterhin die Märkte natürlich bewegen. Ölmarkt zieht weiter ein Stückchen weit an. Auch hier sind wir an so einer leichten Widerstandszone dran. Und diese Widerstandszone natürlich deutet an, dass, wie gesagt, auch dort der weitere Bruch nach oben weiteres Potenzial in der norwegischen Krone freisetzen könnte. Gleiches sehen wir ebenso auch im kanadischen Dollar nebenbei. Auch der Loonie, wie er so schön heißt, zieht ein wenig jedenfalls hier die Fühler an. Und wie es in den letzten Tagen immer noch so schön hieß, Ölpreis dreht nach unten. Restriktionen werden weiterhin diskutiert. Und da wäre ich natürlich auch weiterhin ganz klar dabei, dass politisch gesehen hier ein bisschen weiterer neuer Dampf auf dem Kessel eintreten könnte. Auch in Thailand jetzt weiterhin hier neue Restriktionen in Bezug auf nicht Einwanderung, aber auf Tourismus hier bedeutet in dem Zusammenhang also, hier kann man nicht mehr einfach sich per PCR-Test und Impfung im Land bewegen oder auch ins Land begeben, sondern muss also dort eine mehrtägige Quarantäne laut den neuesten Bestimmungen verabreichen. Und hier sehen wir natürlich dann in dem Fall allerdings auf der anderen Seite, könnten die Nachrichten als solches dann auch weiterhin eingepreist sein und jetzt dann vielleicht trotzdem noch einmal eine leichte positive Tendenz hier in den Ölmärkten und damit den angeschlossenen Rohstoff-Ölwährungen mitziehen, die natürlich dann entsprechend hier weiterhin die Ölpreise vielleicht verteuern könnten. Also das als eine weitere Idee. Dann haben wir gestern ja gesehen, die türkische Lira zieht hier weiterhin nach unten. Auch da sehen wir so ein bisschen Feuer im Markt. Das, was stark sich in eine Richtung bewegt, kommt auch gerne mal einen Teil jedenfalls weiterhin zurück hier. Die Reise natürlich weiterhin fraglich. Viel Volatilität sieht mir danach aus, als würde der Markt sich noch ein bisschen abwärts bewegen. Schauen wir mal, inwiefern hier weiter der Druck nach unten aufgebaut werden könnte. Und dann haben wir noch den Silber- und Goldmarkt vor allen Dingen, der sich nach wie vor weiterhin hält. Hier gibt es zwei Sachen zu bedenken. Wir haben nämlich noch den Dollar-Index, der zieht nach oben. Stärkerer US-Dollar allerdings scheinbar hier kaum unter Mitleidenschaft den Silbermarkt betreffend und entsprechend auch der Goldmarkt, der sich etwas abwärts bewegt. Beim Goldmarkt würde ich eher mal hier von einer Risikobereitschaft in den gesamten Aktienmärkten ausgehen. Heißt also,
Die Aktienmärkte ziehen nach oben. Risikopotenzial weiterhin hier natürlich positiv zu sehen. Wir sehen Volatilitätswerte, VIX und VXN weiterhin eindampfen. Trotzdem sehen wir natürlich, dass jetzt hier oder gerade deswegen auch die Aktienmärkte sich massiv auf der Long-Seite wiederum bewegt haben. Heißt also S&P hier wieder positiv. Was ich sagte, sollte diese Unterstützungszone und der gleitende Durchschnitt vielleicht wieder zurückerobert werden, gerade im Hinblick, und das war hier noch von gestern, die Unterstützungszone hier, die große langfristige Zone, dann wäre das hier vielleicht das letzte Zepter. Auch da sehen wir, wie gesagt, hier Aufwärtspotenzial. Den würde ich sogar positiv hier betrachten wollen und vielleicht auch davon ausgehen wollen, dass vielleicht der heutige Handelstag mit der kleineren Stop-Loss dann auch den Markt vielleicht weiterhin positiv handelbar machen könnte. Jetzt haben wir hier die Stop-Loss, jetzt haben wir hier die grüne Zone. Das wäre jetzt vielleicht weiteres Aufwärtspotenzial hier. Nasdaq, wie gesagt, könnte ebenso zulegen, S&P und Nasdaq also positiv. Und auch der Dow zieht hier ein wenig positiv wiederum davon. Ja, das soll es auch schon fast eigentlich hier für meinen Teil gewesen sein. Kurz nochmal den Dollar gegenüber dem Japaner ansprechen. Der bewegt sich so ein bisschen an diesen Widerstandsbereich heran. Und in dem Fall sieht es hier leider nicht mehr so gut aus aktuell. Der Dollar zeigt sich stärker, der Yen verliert. Von daher in beide Richtungen hier etwas gekniffen. Warten wir ein bisschen ab. Im Zweifel wird hier vielleicht noch der Stop-Loss gerissen. Aber wie gesagt, Trading-Variante hier bleibt weiterhin bestehen. Das sind soweit meine aktuellen Punkte. Euro-NOK angesprochen, Dollar-Yen angesprochen. Dollar-Schweizer Franken zieht ebenso nach oben. Order könnte weiterhin hier auch bestehen. Vermute mal eher vielleicht im nächsten Jahr hier mit Druck nach unten. Sieht die Lage eigentlich immer noch gut aus, aber wie gesagt, hier nicht involviert aktuell. Wenn, würde ich einen Sell-Stop im 91,80, 91,70er Bereich legen wollen, vielleicht dort viel weiteres Abwärtspotenzial nicht bereithalten. Ansonsten hier erstmal die Positionen soweit durchgesprochen. Haben wir was vergessen? Haben wir aktuell nicht. Genau. Harren wir hier erst einmal der Dinge. Frage von Ihnen keine. Nachrichtentechnisch haben wir uns die Informationen angeschaut. Ansonsten die normalen Überschriften, eigentlich keine wichtige, spannende Informationen. Doch, vielleicht noch interessant hier, Covid-Pillen würden scheinbar in den nächsten Tagen hier zugelassen werden in den USA. Food and Drug Association hat hier scheinbar zwei Produkte von Pfizer und Merck unter Beobachtung. Das nochmal vielleicht interessant für die weitere Bewegung hier in Bezug auf Impfung und pandemischer Lage. Und weiterhin hier der gute Elon Musk dabei, seine Aktien oder einen Mini-Teil, natürlich einen kleinen Teil der Aktien hier zu veräußern. Sieht ja scheinbar da ziemlich fett aus, Aktienmärkte in dem Fall kaum beeindruckt. Jedoch natürlich Nasdaq auch entsprechend, oder nicht Nasdaq, die Tesla-Aktie, Tesla-Werte, ein Stück jemand auf der schwächeren Seite unterwegs. In diesem Sinne, weiterhin alles Gute. Wir hören uns am morgigen Tage noch einmal wieder, bevor ich mich hier in die Weihnachtstage verabschiede. Alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß. Bis dahin. Tschüss, tschüss.